Ja, willkommen zurück zum zweiten Training in Russland. Ich wollte, achso, das erste, was ich machen wollte, war eigentlich zu schauen, welche Reifen stehen mir jetzt zur Verfügung. Ah ja, okay. Ich glaube, gelb war... Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Das war doch der Reifen für das Reifenmanagement, ne? Ja, aber das habe ich ja schon perfekt. Das brauche ich ja eigentlich nicht. Dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Qualifying-Tempo an. Und vielleicht kann ich ja die Streckenakklimatisierung nochmal mit dem Gelben machen. Ich hier nichts. Achso, ja, genau. Teamziele wollte ich mal kurz gucken. Die Sektoren 1 und 3. Okay. Ja, fahren wir mal raus. Rote Reifen sind raus. Drauf. Dann können wir auch rausfahren, wenn der Herr mich mal rausfinkt. Dankeschön. Mal schauen, ob es jetzt wieder so gut läuft. War ja doch sehr überrascht beim ersten Training. Und zwar, dass ich so viele optimale Runden da hingelegt habe, hätte ich nun wirklich nicht erwartet. Wer meine Rennen davor gesehen hat oder meine Rennwochenenden, weiß warum. Ich bin gleich mal gespannt, was für eine Zeit mir angegeben wird, die ich erreichen muss. Oh, das war ein bisschen zu viel. Ah, wenn man sich einmal da rausbringen lässt. Ja, neu ausrichten. Wie fühlt sich das Auto an? Komm ruhig rein, um die Einstellungen zu ändern. Dafür ist das Training ja da. Wir wollen schnell sein, aber auch sicher und konstant fahren. Lass uns da ein Gleichgewicht finden. So, los geht's. Ups, das war ein bisschen stärker geschnitten, als ich wollte. Ah, Sektor 1 habe ich schon die Zeit. Was auch immer ich da erreichen musste. Aber das war nicht so gut. Ah ja, gerade ganz schön über die Strecke. So wollte ich eigentlich gar nicht fahren. Jetzt fange ich plötzlich an, so viel zu korrigieren. Keine Ahnung warum. Ich habe gerade irgendwie auf die Zwischenzeit geguckt. Wie viel Vorsprung ich habe zu der Zeit, die ich brauchte. Wir haben unsere sekundäre Zielzeit erreicht. Lass uns versuchen, das im Qualifying zu wiederholen.
Ja, aber wir gucken natürlich, dass wir jetzt noch mal ein, zwei Zeiten hinkriegen. Und dann die Akklimatisierung noch machen. Ach, den Schlenker hätte ich mir echt sparen können. Ah, es war ein bisschen zu viel Curbs. Jetzt gebe ich wieder in den Kurven mehr Gas als vorher. Ein bisschen übertrieben, glaube ich. Boah. Habe ich aus Versehen der ist wieder ausgemacht oder nicht richtig getroffen. Okay. Ich wusste gar nicht, dass man die Kurve so eng nehmen kann, ne? Oh, die waren aber deutlich schneller. Mehr brauchen wir nicht fürs Erste. Wollen wir bitte schnell in die Garage. Erwartete Position 1, ja, dass das dann vorbei ist, verstehe ich, aber ich will trotzdem noch. Obwohl, nee, ich hatte mir das tatsächlich weggenommen. Was soll das denn? Jetzt muss ich das nur noch qualifying zeigen. Aber wie gesagt, als nächstes kommt die Akklimatisierung. Ah, das war nicht gut, da bin ich rollen lassen. Ja, und ich habe wieder eine Zeit, die angeblich schneller ist. Oh, das war zu weit rüber. Ah, jetzt habe ich es nicht so eng genommen. Habe ich ja vorher noch so erstaunt festgestellt, wie eng man die nehmen kann. Ist tatsächlich immer noch die schnellste, oder wieder? Die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Bin ich doch davor auch, oder nicht? Jetzt gucken, wie sieht es mit den Reifen aus. Jetzt bei 20%. Oh. Okay, jetzt wird es deutlich langsamer. Ja, wie gesagt, das muss mir beim Qualifying auch noch gelingen. Wir wollen, dass du nach dieser Runde reinkommst. Komm diese Runde rein. Wir wollen, ja, ja, wir wollen, wollen, wollen. Soll ich es nochmal gucken mit der? Ah, so kann man. Muss ich ein bisschen weiter nehmen, dann geht's. Okay. Was? Ich hab mich abgekürzt.
Ich habe mich nur verbremst. Jetzt kriege ich auch noch die Verwarnung. Oh, das ist blöd. Sonst wäre es das perfekte Training gewesen. Leutchen, schneller bitte. Ja, dürfte ich mal wieder zugreifen, bitte? Gut, Session-Info. Ziel übertroffen. Ja gut, wenn das Ziel 19 war und ich auf geschätzten ersten Position bin. Alle Sektoren sogar ziemlich deutlich schneller bis hierhin, aber es sind auch noch nicht alle eine Zeit gefahren. Gut, dann... Ach nee, so. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 43,0. Bereit? Es ist schade, dass ich da die Reifen jetzt nicht aussuchen konnte. Und mal schauen, ob wir das auch noch hinkriegen. Aber wie gesagt, die Strecke ist okay. Es scheint mir tatsächlich zu liegen. Hoppala. Es ist halt nur die Frage, ob noch die Fahrlinie, die sie mir vorschlagen, dann liegt gleich. Ah, es sind neue Reifen, klar. Pascal ist im Moment auf P5. Ja. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich bin vor ihm. Macht das, Freunde, und bin echt gespannt, ob ich die Punkte jetzt hinkriege. Ja, nicht so rumeiern. Ah, mit weißen Reifen muss ich da ein bisschen früher bremsen. Nur in zwei Kurven. Wäre ja schön, wenn das so wäre. Und schon die erste nicht getroffen. Ach Mann. Ach, das zählte nicht. Oh. Okay, die erste Runde können wir schon mal knicken. Oh, das bin ich kurz vom Stick runtergerutscht. War nicht so geschickt. Ich werde auch prompt nervöser, was den Bewegungen im Stick angeht, sobald ich diese blöden Tore sehe. Bescheuert. Weil ich es halt gerne treffen möchte und das nutze.
Das sind auch zum Beispiel immer jetzt nur gelbe, grüne Zeiten oder Markierungen. Das sieht gut aus. Versuchen wir jetzt in den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Naja, das ist schon richtig. Boah, jetzt bin ich durch den Körper ins Rutschen gekommen. Oh, zu weit raus. Nein, das klingt nicht nur bescheuert, das ist gerade bescheuert, was ich mache, weil ich die blöden Tore treffen will. Zumindest habe ich bis hierhin alle getroffen. Nein! Oh nein! Bis hierhin war es so gut! Das ist doch nicht wahr! Habe ich total die Linie verloren ab da? Oh, ist das ärgerlich. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Ach, Mist. War ich so auf so einem guten Weg und dann sowas. Ey, ach nein. Oh, der hat das DRS nicht genommen, beziehungsweise ich habe zu früh gedrückt. Ah, okay. Das war jetzt nicht so doll. Und schon wieder nicht erwischt. Ja gut, dann war es das halt mit dem Akklimatisierungsprogramm. Gucken wir, wie viele Punkte ich jetzt noch kriege. Ich war auch so bescheuert jetzt. Wirklich. Kaum geht es darum, diese Tore zu treffen, wird es viel, viel hakeliger. Oh, jetzt habe ich das gesehen. Gas gegeben. Okay. Ja, so viel zu dem Programm. Es hat sich soeben erledigt. Die Tore interessieren nicht mehr, weil ich fahre jetzt in die Box, meine Freunde. Das ist vielleicht blöd. Naja, gut, kann man nichts machen. Beschwert er sich noch, weil, oh ja, die Reparatur hat so lange gedauert. Ja, warum ich da nochmal kurz Gas gegeben habe, keine Ahnung. Müsste ich mir selber nochmal angucken. Tja, dumm gelaufen. So, dürfte ich dann nochmal ins Menü, bitte? Ja, ja. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Wie man sieht, ich hätte jetzt noch ein bisschen Zeit,
rauszufahren, aber macht ja keinen Sinn. Ich habe ja nichts mehr offen, beziehungsweise keine Reifen zur Verfügung. Lass uns mal durchlaufen. Aha, im dritten Sektor habe ich die Bestzeit verloren. Aber ich bin über eine Sekunde schneller als Ricciardo bis hierhin. Okay. Rosberg ist nochmal schneller geworden. Und fährt Hamilton jetzt nochmal nach vorne. Wäre wieder typisch. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Ein Männer, Ricciardo und Nico Rosberg. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Also ich bin sehr zufrieden, wie man sieht. Schnellste Runde, rund eine Sekunde Vorsprung. Ja, und dummerweise der Vorfall. Schade, dass das dann nicht rückgängig gemacht wird, wenn man in die Box fährt. Naja, kann man nichts machen. Ja, unsere Ressourcenpunkte. Natürlich perfektes Tempo-Trainingsprogramm. Qualifying-Tempo natürlich. 5 Runden nur. Okay, ich wollte eigentlich mehr gefahren sein. Und Teamziele sind jetzt auch komplett. Sehr schön. Gucken wir nochmal kurz. Forschung und Entwicklung. Gut, ich könnte Treibstoffeffizienz nehmen, das bringt aber nicht so wahnsinnig viel. Das bringt mehr und hier brauche ich noch relativ viele Punkte, deswegen würde ich das schon mal in Auftrag geben, weil ich glaube nicht, dass ich... wir sind gute 300 Punkte an diesem Wochenende noch mache für die Motorleistung. Deswegen in dem Luftwiderstand. Auswählen. Und wir sehen uns dann zum dritten Training wieder. Bis dahin, ciao.